Hallo, heute möchte ich euch zeigen, was man aus einer alten Videokassette machen kann. Irgendwann ging mir einmal eine Kassette kaputt und da ich gerne handarbeite, kam mir da eine spezielle Idee. Ich baute die Kassette auseinander, einfach nur die Schrauben lösen und holte die Rollen heraus, wo das Band aufgewickelt ist. Nun holte ich mir eine dicke Häkelnadel und versuchte ein wenig damit zu experimentieren. Und so kam ich auf die Idee, eine Umhängetasche damit zu fertigen. Einfach Quadrate stricken bzw. häkeln und dann an den Seiten zusammennähen. Und wie man hier sieht, habe ich schon begonnen mit dem Schultergürtel. Das geht ganz leicht, kostet nichts. Und ist eine gute Idee. Sie ist ziemlich durchsichtig, die Tasche. So kann man keine kleinen Sachen hineintun. Oder aber, was auch sehr gut wäre, wenn man das Innen mit einem farbigen Stoff ausfüttern würde, wie zum Beispiel Rot. Das sähe bei diesem schwarz glänzenden Band sehr schön aus. Probiert es doch selber mal. Viel Spaß!